Es ist offiziell, der VfB Stuttgart hat den 22-jährigen Angelo Stiller von der TSG aus Hoffenheim verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Und nun ist die entscheidende Frage natürlich bei vielen Stuttgart-Fans oder generell Bundesliga-Fans, kann er die Rolle vom abgegangenen Kapitän Wataru Endo auch ausreichend füllen und ist er generell ein Zukunftsversprechen auch für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß? Und gleich mal vorweg, falls euch solche Videos gefallen zu Spieleranalysen oder generell Transfer-News, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet, würde mich sehr freuen. Und wir starten mal rein mit Stiller und dem VfB. Also, die Schwaben haben bekannt gegeben, am Freitag, kurz bevor das Spiel gegen RB Leipzig auswärts in Leipzig startet, dass sie eben Stiller verpflichtet haben, und in der offiziellen Meldung heißt es, der VfB verpflichtet Angelo Stiller. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben und erhält die Rückennummer 6. Herzlich willkommen, Angelo. Auch in den Reaktionen von den Fans sieht man, dass diese sehr, sehr happy sind mit diesem Transfer von Stuttgart, denn es ist ein Zukunftsversprechen. Es ist jemand, der auch mit Sebastian Hoeneß schon zusammengearbeitet hat. Da werde ich aber nochmal drauf eingehen. Und grundsätzlich wirkt es so beim VfB, als ob man momentan mal wieder eine bessere, ruhigere Phase hat. Natürlich kann sich das mit Spielen auch wieder ändern, aber mir kommt vor, der Spielstil, der Trainer, das passt im Moment, und auch die Beziehung zwischen Fans und Trainer ist sehr, sehr gut. Da können mich aber die Stuttgart-Fans gerne korrigieren und schreibt mal gleich eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr happy mit diesem Deal oder doch eher skeptisch? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und ich diskutiere wie immer gerne mit. Die Ablösesumme soll über 5 Millionen Euro sein, wenn man Medienberichten Glauben schenken mag. Also Stuttgart zahlt hier auch unter dem, was die Hoffenheimer sich eigentlich erwartet haben. Denn Stiller sollte eigentlich eine zweistellige Millionensumme einbringen. Stuttgart hat aber auf einen relativ guten Betrag runterverhandelt, wie ich finde. Und Stiller bekommt auch seinen Wechsel, den er möchte. Denn bei Hoffenheim ist er nicht mehr dieser Spieler in dieser Rolle, der er sein kann. Und das kann er unter seinem ehemaligen Trainer Sebastian Hoeneß beim VfB auf jeden Fall sein. Hoeneß hat Stiller denn schon mal gecoacht, nämlich in der Bayern-Jugend beim FC Bayern München 2. Daher kennen sich die beiden auch ganz gut. Ich könnte mir deswegen auch gut vorstellen, dass Hoeneß ein integraler Teil der Entscheidungen war, ihn nach Stuttgart zu holen. Und Stiller möchte eben auch eine Führungsrolle einnehmen. Die kann er bei Hoffenheim nicht. Und bei Stuttgart kann er aufgrund des Abgangs von Endo jetzt wirklich in diesem Mittelfeld eine neue Bewegung reinbringen, auch die auch dringend nötig ist, klarerweise. Denn es braucht jemanden, der dieses defensive Mittelfeld beherrscht. Und dafür hat Stiller auf jeden Fall die Qualität für. Aber kommen wir mal zum Spieler selbst. Stiller ist natürlich noch relativ jung. Er ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der seine Stärken eben im Zweikampf hat und in der Balleroberung, aber auch eine gewisse, ja, Spieleröffnung mit sich bringt, denn er kommt aus der Bayern-Jugend, wie ich schon vorher erwähnt habe, und wechselt 2021 zur CSG nach Hoffenheim, wo er auch Spielzeit bekommen hat. Wie ich aber schon vorher erwähnt habe, ist es im Moment so, dass bei Hoffenheim er nicht diese Rolle einnehmen kann, die er sich wünscht, und in Stuttgart eben mit seinem ehemaligen Trainer diese Rolle auf jeden Fall besser ausfüllen kann und sicherlich auch mehr Spielzeit und mehr Chancen bekommen würde. Dem jungen Deutschen steht trotzdem eine Mammutaufgabe vor sich, denn er muss den Japaner Wataru Endo ersetzen, der Kapitän war und ein absoluter Leistungsträger. Manche würden sogar sagen, das Herz der Stuttgarter Mannschaft. Mavropanos hat den Verein jetzt auch verlassen. Generell beim Stuttgart viele Abgangsgedanken, natürlich auch mit Guirassy. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er die Anlagen dafür besitzt, denn wenn wir uns mal beide anschauen von den Anlagen her, ist Stiller trotzdem schon mal ein sehr, sehr guter defensiver Zweikämpfer. Nach vorne hin würden natürlich noch ein paar Akzente fehlen, wie es bei Endo der Fall war. Endo war im Grunde genommen auch ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, manchmal ist mir zumindest zuvor gekommen, hat aber trotzdem seine Defensivaufgaben sehr, sehr gut erledigt. Ein Kämpfer vor dem Herrn, kann man fast sagen. Und Stiller, glaube ich, bringt dieses Mindset auch mit, muss trotzdem sich hier noch ein bisschen entwickeln, aber ich glaube, unter Hoeneß kann das auf jeden Fall. Der VfB hatte generell einen fantastischen Saisonstart gehabt mit dem 5:0 gegen den VfL Bochum. Zum Zeitpunkt der Aufnahme spielen sie heute Abend noch gegen RB Leipzig auswärts, was eine deutlich schwierige Aufgabe wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie vor allem die Abgänge sehr, sehr kompensiert haben. Ich denke, mit Endo kann man nicht ersetzen, aber mit Stiller kann man zumindest jemanden zukünftig dorthin bringen, ihn zu ersetzen. Guirassy hat den Verein auch nicht verlassen, was auch eine Top-Nachricht ist. Mavropanos natürlich jetzt nach West Ham gegangen, also zu West Ham United, aber das war natürlich klar und dementsprechend muss man in der Innenverteidigung noch schauen. Ich bin trotzdem aber sehr überzeugt vom Stuttgarter Weg, vor allem mit Hoeneß, der hier fantastische Arbeit
leistet. Kommen wir zum Fazit und zu der Frage, ist Stiller der perfekte Endo-Ersatz? Nein, ist er nicht, aber das ist auch extrem schwierig zu beantworten, denn Endo ist eigentlich unersetzbar gewesen bei Stuttgart, einfach aufgrund seiner Ausstrahlung auch für die Mannschaft, für seine Wichtigkeit in speziellen Momenten und für seine Führungsqualitäten. Stiller bringt aber ein interessantes Spielerprofil mit, als jüngerer Spieler, der natürlich schon Erfahrung in der Bundesliga gesammelt hat, vom FC Bayern, hat mit Hoeneß gearbeitet und ist in der Position natürlich auch schon gefestigt. Dementsprechend glaube ich, dass Stiller jemand werden kann in der Richtung wie Endo, aber dass es kein Endo-Ersatz ist. Wie gesagt, keine große Sache, aber ich denke, Stuttgart hat hier einen smarten Deal und natürlich die großen Abgänge von Mavropanos und von Endo zu kompensieren. Man hat natürlich auch einiges an Geld eingenommen dadurch. Das kann natürlich auch reinvestiert werden im Stuttgarter Weg, das heißt mit jungen Spielern oder Spielern, die die Position gut ausfüllen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, bin grundsätzlich sehr positiv eingestellt bei Stuttgart, habe ein gutes Gefühl. Was sagt ihr zum VfB Stuttgart? Glaubt ihr, mit Stiller hat man den Endo-Ersatz gefunden oder seid ihr doch eher negativ eingestellt? Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit und auch gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat und den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen möchtet. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.